Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr könnt schon sehen, ihr könnt es im Titel bereits lesen. Wir sind heute wieder bei Astride und ja, einige von euch haben schon Videos auf meinem Kanal gesehen von Astride. Ich verfolge Astride wirklich schon ziemlich lange. Es gibt eben, wie gesagt, auch schon einige Videos von Astride auf meinem Kanal. Da verlinke ich dir hier oben einmal die Playlist. Aber heute ist es so ein ganz spezielles Video, denn es ist so ein bisschen die letzte Chance für euch, Teil von Astride zu werden. Und was das Ganze auf sich hat, welche Möglichkeiten ihr noch habt und um was es eigentlich in Astride geht, was es alles so Neues gibt und auch Neues rausgekommen ist seit meinem letzten Video, das schauen wir uns jetzt hier einmal gemeinsam an und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Gut, dann sind wir hier einmal zurück und ich würde sagen, bevor wir mit den ganzen Neuigkeiten anfangen, zeige ich euch einmal einen ziemlich aktuellen Post und zwar auf Discord. Ich verlinke natürlich alle Social Media Kontakte von Astride in der Infobox, aber um uns das nochmal so ein bisschen genauer anzuschauen, was denn eigentlich Astride ist, haben sie hier die ganzen Features einmal aufgelistet, was geplant ist. Wir haben ein Open-World-Spiel, ein Multiplayer, kein MMO. Wir werden Jahreszeiten und Wetter haben, wir haben Tageszyklen, wir haben saisonale Events. Es wird weltweit auf Steam erhältlich sein. Wir können einige Customizations machen. Wir haben einen Fotomode, Toggle HUD on and off. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie das heißt. Und schnelles Reisen, das wäre sowas in Richtung, wie wir den Transporter in SSO haben. Hier wird nochmal der Multiplayer so ein bisschen genauer erklärt. Das heißt, wir können Freunde einladen und besuchen und gemeinsam reiten. Wir können unseren Freunden helfen. Dann hier ein ganz interessanter Punkt, der mir bis jetzt noch nie so wirklich untergekommen ist, und zwar Sell and Buy Horses from Other Players. Das heißt, wir werden unsere Pferde verkaufen können an andere Spieler, beziehungsweise natürlich auch von anderen Spielern Pferde kaufen können. Das, was natürlich schon ziemlich cool ist. Dann haben wir natürlich Competitions mit Highscores und wir haben tägliche, wöchentliche und monatliche Highscores. Wahrscheinlich dann einfach auch so ein bisschen zum Vergleich mit anderen Spielern. Dann haben wir hier das Pferdetraining und Reiten. Das heißt, wir können die Zügelführung verändern, also annehmen bzw. locker lassen. Pferde können schwimmen, durchs Wasser gehen, Fotomodus. Wir können ein Pet Horse, während wir reiten, mitnehmen. Also das heißt, es wäre dann so eine Art Handpferd. Wir können Wechsel machen, wir können auch vom Pferd fallen
Und wir können sogar ein Testriding machen. Also bevor wir uns für ein Pferd entscheiden, können wir das einmal testen und einmal reiten. Und es wird auch Bodenarbeit und Longearbeit geben. Zu den Pferden. Detailed Horse Customization, das heißt, wir können das Pferd wirklich auch anpassen. Wir haben Personality, was natürlich auch sehr cool ist. Wie gesagt, wir können eben Pferde kaufen und verkaufen. Es gibt einen Horse-Markt, also einen Pferdemarkt. Possibility for Insurance, also es gibt auch eine Möglichkeit für Verletzungen. Bonding with Player, das heißt, wir werden sozusagen, wir können Beziehungen aufbauen mit dem Pferd. Wir können Mähne und Schweif anpassen. Wir können dem Pferd einen Nicknamen geben. Und wir können unsere Pferde natürlich leveln. Das ist natürlich dann ein sehr interessanter Punkt, wenn es dann dazu kommt, dass wir, wie es oben ja schon geschrieben wurde, dass wir Pferde auch verkaufen können an andere Spieler. Da würde das Ganze dann so in die Richtung gehen, wir kaufen ein Pferd, wir trainieren dieses Pferd, wir leveln dieses Pferd und können dann dieses austrainierte oder schon gut trainierte Pferd weiterverkaufen. Also das finde ich richtig cool. Dann haben wir hier das Züchten. Also das heißt, wir es Züchten ist wirklich von Anfang an auch mit geplant. Stuten mit einem Schwangerschaftsbauch. Es wird die Fohlenpflege geben. Es wird sogar ein Crossbreeding geben. Das heißt, wir können die Rassen untereinander züchten und es wird einen Lebenszyklus geben für die Pferde und wir werden auch Retirements, also Pensionsfelder oder Pensionsweiden haben, wenn die Pferde dann sehr, sehr alt werden. Dann haben wir hier noch etwas zum Stall, da können wir auch hier auch Outfits für Pferde und Reiter, aber wir können den kompletten Stall auch anpassen und wir können uns Hilfe holen für die Stallarbeit. Hier noch zur Pferdepflege einiges, zur Fütterung und wir können Pferde nicht nur im Stall, sondern auch auf Paddocks haben. Zum Charakter haben wir hier auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, from female to non-binary to male, was natürlich ziemlich, ziemlich cool ist. Wir werden auch für unseren Charakter verschiedene Ansichten haben und auch hier noch einmal Skill Tree and Leveling. Also das könnte bedeuten, da bin ich mir zwar nicht ganz sicher, aber das könnte bedeuten, dass wir unseren Charakter eben auch trainieren können und auch leveln können, was natürlich auch ziemlich, ziemlich cool wäre. Zu den Disziplinen haben wir Dressur, Showjumping, Cross Country und auch schon, mein Herz schlägt bis in den Himmel, es wird Gated Riding geben. Und das hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, dass Astride ja von Anfang an eher nordische Rassen ins Spiel bringen wird. Und das Islandpferd ist natürlich eine nordische Rasse. Das heißt, das Islandpferd steht eigentlich kurz vor der Veröffentlichung. Es gibt auch schon ein Modell eines Islandpferdes. Das werde ich euch hier einmal zeigen. So ist sozusagen die Concept Art für den Isländer. Wie gesagt, sie arbeiten momentan an dem Isländer, der wird von Anfang an mit im Spiel sein und deswegen wird auch hier dieses Gangreiten mit ins Spiel reinkommen. Aber es ist dann auch in der Planung Western und Barock. Hier gibt es noch so ein bisschen was zu den einzelnen Disziplinen. Und von den Horse Breeds, also von den Pferderassen, haben wir hier schon eben die ersten Rassen, die mit ins Spiel kommen. Das ist Norwegian Warmblood Horse,
das Fjord Horse, Icelandic Horse, the Dole Horse und das Northland Horse. Ja, also haben wir schon mal eine schöne Anzahl an Pferden, die natürlich weiterentwickelt werden. Gut, ich würde sagen, wir schauen jetzt einmal so zu diesen Neuigkeiten rein, was denn so passiert ist seit meinem letzten Video. Und ein ganz wichtiger Punkt, mit dem wir jetzt einmal anfangen, ist, wie ich schon gesagt habe, Astride wird über Steam verfügbar sein. Und wenn ihr jetzt auf Steam geht, dann werdet ihr dieses Spiel auch bereits finden. Ihr braucht hier oben nur Astride eingeben. Dann findet ihr dieses Spiel und ihr könnt dieses Spiel bereits auf eure Wunschliste geben. Und darum würde ich euch wirklich im ersten Schritt einmal bitten, dass ihr, sofern ihr natürlich Steam habt, aber wenn ihr das Spiel natürlich in Zukunft spielen wollt, dann müsst ihr natürlich Steam haben. Geht auf Steam, sucht euch das Spiel raus und gebt es einmal auf eure Wunschliste. Das ist mal so ein wichtiger Punkt, der seit meinem letzten Video passiert ist. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, dass sie eine Kickstarter-Initiative gestartet haben. Und dazu gehen wir jetzt einmal auf die Kickstarter-Seite. Und zwar ist das hier. Wir werden uns dann auch gleich einmal den Trailer dazu anschauen. Wie ihr seht, das läuft schon relativ lange. Wir sind mittlerweile auch bei einem Betrag von 37.423 Euro. Also es ist richtig, richtig gut gelaufen für Astride. Wir haben 828 Unterstützer. Und jetzt kommen wir zu dem ganz wichtigen Punkt. Kickstarter hier für Astride läuft nur mehr 3 Tage. Das heißt, ihr habt wirklich nur mehr 3 Tage Zeit, euch das einmal anzusehen und, wenn ihr die Möglichkeiten habt, natürlich Astride auch zu unterstützen. Und solltet ihr die Möglichkeiten nicht haben, dann könnt ihr es vielleicht teilen. Teilt es in Social Media, auf Instagram, Facebook, wo immer ihr die Möglichkeit dazu habt, sprecht auch gerne darüber, erzählt es anderen. Vielleicht hat der andere ein paar Euro übrig und kann hier noch etwas dazu beitragen. Das hilft natürlich Rido Games für das Spiel Astride, dass es wirklich pünktlich auch rauskommt. Es ist ja so Ende 2022, das heißt, es ist eigentlich gar nicht mehr lange hin. Und ja, wir wünschen uns natürlich alle, dass es auch dabei bleibt und dass das Spiel dann auch wirklich zu dieser Zeit rauskommt. Und ja, wir können Astride natürlich dabei unterstützen, indem wir zum Beispiel hier über Kickstarter eine kleine Summe dalassen. Wenn ihr hier dann so ein bisschen runterkommt, da seht ihr dann schon ganz viele Sachen. Ihr seht auch die ersten Spielausschnitte. Es wird auch vom das Spiel selber nochmal so ein bisschen erklärt, was euch erwartet. Auch hier nochmal kurz beschrieben, also Ride Together, wie schon gesagt, Open World, Horse Personalities, Breeding and Genetics. Wir werden Competitions haben und können einige Veränderungen vornehmen. Es ist erhältlich auf Steam. Und hier herüben sehen wir dann schon die Möglichkeiten, die wir haben. Das heißt, das Ganze fängt bereits an. Bei 5 Euro. Ja? Also das heißt, ihr könnt bereits mit 5 Euro das Spiel unterstützen. Und auch für diese 5 Euro bekommt ihr natürlich auch schon Belohnungen. Das geht dann runter bis, ich glaube, momentan ist 100 Euro das meiste, nee, 150. Hier diese 100 Euro und so, da ist nichts mehr verfügbar, die waren wirklich nur limitiert. Ich habe bis jetzt auch noch nichts bezahlt und ich habe auch bis jetzt noch nichts unterstützt, aber ich dachte mir, ich werde das Video hier einmal dazu nutzen.
und werde hier einmal die 60 Euro nehmen. Das mache ich jetzt einmal ganz schnell. So, meine Lieben, hier seht ihr das einmal. Ich habe Radiogal Games als Ada Breezeflower natürlich mit 60 Euro unterstützt. Ich bin wirklich davon überzeugt und ich hoffe, dass ihr natürlich auch überzeugt seid und auch einen Teil dazu beitragt und wirklich von Anfang an dabei seid. Wie gesagt, wir sind mittlerweile bei über 37.000 Euro. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt einmal weitermachen, schauen wir uns doch einmal den Kickstarter-Trailer gemeinsam an. So, meine Lieben, ich finde es richtig, richtig gut. Ja, Leute, das ist der Kickstarter-Trailer gewesen. Wir sehen schon einige Einblicke ins Spiel und das alles sieht schon richtig, richtig gut aus, muss man sagen. Ich lasse jetzt hier einmal den Trailer noch mal ablaufen und werde so ein paar Sachen etwas sagen. Zum einen jetzt schon mal, warten lassen wir hier so ein bisschen noch weiter. Zum einen, wenn wir uns das hier schon mal anschauen, ist es natürlich eine sehr, sehr realistische Welt. Die Bäume sehen halt wirklich aus wie Bäume. Das heißt, wir können auch schon so ein bisschen, wenn wir so in die Zukunft schauen, davon ausgehen, dass das Spiel auch sehr realistisch werden wird. Hier schon mal ein kleiner Punkt, was wir sehen, die Pferde sehen auch wirklich sehr realistisch aus. Die Zügel backen nicht in den Hals. Wow. ja, das Ganze ist natürlich schon noch so ein bisschen holprig. Bitte auch immer nicht vergessen, es ist hier wirklich Early, Early, Early Access. Das heißt, da wird sich noch einiges ändern. Auch im Bewegungsablauf wird sich da noch einiges ändern. Wir haben hier natürlich auch schon gesehen vom Licht her, dass es da auch ein Lichtspiegel geben wird, was richtig, richtig gut ausschaut. Auch der Schatten hier, so direkt im Wald, die Sonneneinstrahlen, das schaut schon richtig, richtig gut aus. Dann sehen wir auch hier schon, dass wir auch gerade in der Dressur schon auf einem ganz, ganz guten Level sind und in eine ganz, ganz gute Richtung das Ganze geht. Das ist natürlich jetzt noch so ein bisschen abgehakt, aber ich finde, dass es schon richtig, richtig gut ausschaut. Auch hier die Zügel wieder nicht im Hals verpackt. Wahnsinnig schöner Außenplatz. Mit auch von den Bäumen her der Schatten. Also das sieht schon richtig, richtig gut aus. Also Wahnsinn, alleine der Himmel, die Sonne. Also ich bin richtig, richtig begeistert davon. Hier sehen wir schon so einen Teil vom Stall, in welche Richtung das geht. Auch sehr, sehr realistisch, sehr, sehr schön sieht das aus.
Ja, wir sehen auch hier die ersten Sprünge. Auch hier wieder nicht vergessen, es ist Early Access, aber dafür sieht es schon richtig, richtig gut aus. Hier auch aus einer anderen Perspektive. Hier sehen wir auch schon, das könnte so eine Art Round Pen sein, wo wir hier sind. Auch richtig, richtig cool gemacht. Hier sehen wir nochmal so eine Großaufnahme auch vom Pferd, wie es wirklich auch gearbeitet ist. Hier auch wieder mit losen Zügeln. Und ich finde einfach, es sieht richtig toll aus. Und ich denke, wir können uns da auf ein richtig tolles Spiel freuen. Ich bin absolut aufgeregt und ich bin richtig, richtig gehypt. Und ja, zu allerletzt möchte ich euch jetzt gerne noch einmal zeigen. Ich habe ja hier gerade meine 60 Euro gespendet. Was mich richtig, richtig freut, dass ich so ein tolles Spiel unterstützen kann und vor allen Dingen so von Anfang an mit dabei sein kann. Es ist einfach was richtig, richtig Cooles, wenn man bei einem Spiel so, ja, so von Anfang an dabei ist und so zu den Ersten gehört, die das Spiel spielen können, und darauf freue ich mich einfach richtig. Wir gehen dann hier noch einmal auf die Kickstarter-Seite und wie ihr ja wisst, habe ich hier diese 60 Euro, also mich für diese 60 Euro entschieden. Und wenn ihr das mal so alles hier so ein bisschen durchliest, habe ich natürlich jetzt hier so ein bisschen ein Zubehörset mit dazu. Aber ich habe halt jetzt auch weiter unten dann bei enthält Name in Credits. Okay, das heißt, mein Name wird hier auch aufscheinen. Auf dem Discord werden wir auch eine Rolle bekommen. Wir haben Wallpaper, auch alles gut, Full Kickstarter Tech Set, also Sattel, Zaumzeug und so speziell werde ich auch bekommen. Das ist natürlich richtig cool. Und dann kommt aber hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und zwar zweimal Steam Digital Keys. Das heißt, ich werde zwei Schlüssel für Steam bekommen. So lese ich es jedenfalls jetzt mal für den Moment raus. Und ich denke, ich werde nur einen Schlüssel brauchen, denn ich bin ja alleine und ein Schlüssel genügt mir. Und von daher dachte ich mir, das wäre doch eine ganz, ganz coole Sache, wenn ich einen dieser Schlüssel verlosen werde. Und da kommst du natürlich jetzt ins Spiel, denn solltest du nicht die Möglichkeit haben, hier daran teilzunehmen, wie gesagt, dann kannst du das gerne teilen, du kannst es auf deinen Social Media Links teilen, du kannst darüber reden. Wie gesagt, es sind noch 3 Tage, also wenn du das Video siehst, sind es dann nur mehr 2 Tage. Das heißt, die Zeit drängt so ein bisschen, aber du kannst es natürlich noch teilen. Aber sofern du jetzt nicht die Möglichkeit hast, hier finanziell zu unterstützen, dann hast du hier jetzt in diesem Video die Möglichkeit, diesen zweiten Schlüssel, das heißt, auch du wirst ganz von Anfang an das Spiel testen können, das Spiel runterladen können, ohne etwas dafür zu bezahlen, denn einen dieser Steam Digital Keys werde ich verlosen. Und du musst eigentlich gar nicht viel dafür machen, du musst nur hier diesen Kanal abonnieren und hier einmal unter dieses Video einen Kommentar schreiben, dass du gerne daran teilnehmen möchtest. Gerne auch, wie du auf Instagram heißt, damit ich dich dann auch kontaktieren kann. Und unter all diesen Kommentaren werde ich dann diesen Steam Digital Key einmal verlosen. Gut, meine Lieben, ich könnte noch ganz, ganz viel hier über Astride sprechen, denn ich bin wirklich davon überzeugt und ich hoffe, dass du das auch bist. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.
Wie gesagt, ich freue mich natürlich über ein Abo hier, ein Like, gerne auch auf Instagram. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Livestream oder auch gerne im Podcast. Bis dahin, passt alle auf euch auf und ja, wir sehen uns. Bis ganz, ganz bald, deine Ada Breezeflower. Bye, bye.